Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone-Episode hier auf WeBlayGames4U. Ich bin Suevo. Und wir machen, wie angekündigt, die nächste Runde Arena. Priester haben wir gesagt, spielen wir schon mal nicht. Weil wir das ja schon hatten. Also spielen wir Schamane oder Jäger. Jäger ist so ein bisschen... Ja, das ist sehr schwer, da ein gutes Deck in der Arena zusammenzubekommen. Beim Schamanen bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich mag dieses Totem-Spielerei nicht so gerne. Ich würde sagen, wir machen mal Ene, Mene, Mu und raus bist du. Okay, dann spielen wir Jäger. Lass die Jagd beginnen. Oh, das fängt ja gut an. Gleich mal mit einer Legendary-Karte, die wir aussuchen können. Also Nyxia mag ich nicht. Die beiden sind gut. Ich denke allerdings, dass Hogger eventuell ein bisschen besser ist. Deswegen nehmen wir ihn. Ja, das fängt ja super toll weiter. Das ist zwar eine seltene Auswahl, aber ein Jäger hat meistens nicht besonders viele Zauberkarten. Deswegen lohnt sich der Auktionator nicht wirklich. Deswegen nehmen wir die Argentum-Kommandantenkarte. Das Wildtier. Hier ist es jetzt wieder ein bisschen schwieriger. Die sind alle ganz gut, die Karten. Ich denke allerdings, dass wir mit dem Tundra Nashorn aktuell besser fahren. Scharfschießen ist ganz nett. Es macht 4 Schaden, wenn der Gegner eine Kreatur ausspielt, auf die Kreatur, die er ausspielt. Ein zweites Mal möchte ich es nicht nehmen, so früh. Dann eher den Waldwolf oder den Hundemeister. Ich denke allerdings, dass der Waldwolf erst einmal besser ist, damit wir erstmal ein paar Kreaturen auch bekommen. Hier ist es wieder ein bisschen schwieriger. Ich denke, wir werden den Ritter der silbernen Hand nehmen. Fass ist gut. Bussard ist der Beste. Okay, hier wird es schon wieder ein bisschen schwieriger. Lehrling ist dasselbe Prinzip. Wir haben relativ wenige Zauberkarten. Wir wollen als Hunter eigentlich die Bordkontrolle haben, deswegen sollte der Gegner keine 4 Kreaturen aufs Feld bekommen, deswegen nehmen wir den azurblauen Drachen. Das ist zwar ein Wildtier, ist aber ein sehr schlechtes Wildtier. Ich denke, wir nehmen die Dreier-Drop. Die sind alle gut. Ich denke allerdings, dass der Giti ausscheidet in einem Jägerdeck wegen dem Wildtier auf jeden Fall. Frage ist jetzt Arcaner Schuss oder das Wildtier. Ich denke, das Wildtier ist besser. Hyäne ist sehr gut. Okay, hier, das ist wieder ein bisschen blöde Auswahl. Ich denke, wir nehmen den Braumeister, einfach um wieder eine Karte hoch auf die Hand nehmen zu können. Das Wildtier definitiv. Fass. Nochmal das Nashorn. Silence. Nashorn. Eventuell hätten wir da den Hundemeister nehmen sollen. Oh, eine Schlangenfalle, die ist sehr geil. Wenn einer unserer Diener angegriffen wird, rufen wir 3 Schlangen mit 1-1 herbei. Das Gute daran ist, dass es Wildtiere sind. Das heißt, wenn wir den Bussard spielen und die Schlangenfalle spielen und die Schlangenfalle ausgelöst wird, können wir 3 Karten ziehen. Das ist sehr gut. Hier nehmen wir die Jägerin, weil das 1-1 ist ein Schwein, was sie beruft und das auch als Wildtier zählt. Natürlich das Kodo. Ich denke, hier werden wir diesmal den Schnappkiefer nehmen. Oh je, oh je. Wir haben noch keine 7 oder Plus Drops. Allerdings haben wir auch relativ wenig Zweierkarten. Sind schon bei 23 von 30. Und ich mag den Kernhund eigentlich nicht. Deswegen nehmen wir den Raptor. Diesmal nehmen wir den Arkanenschuss. Sprengfalle ist cool. Die haben wir noch nicht. Noch ein Bussard, sehr geil. Noch ein Wildtier. Jetzt ist es ein bisschen schwierig. 5 Drops haben wir relativ viele. 3, naja, Zaubermacht brauchen wir aber nicht. Ich denke, wir nehmen diesmal doch mal den 7 oder Plus Drop. Noch eine Schlangenfalle. Jetzt ist die Überlegung. Nehmen wir die Schlangenfalle oder nehmen wir die Waffe? Das sind beides sehr gute Karten. Ich schätze, das ist halt eine 7er Karte. Das ist relativ schlecht, finde ich. Ich denke, Schlangenfalle ist einfach besser.
Ich denke, es ist doch eins der besseren Hunter-Decks, die ich gebaut habe. Ich bin mit Hunter noch nie so richtig weit gekommen. Das ist nämlich nicht so wirklich mein Ding. Ich denke aber, dass das eins der besseren Decks ist, die ich bisher gebaut habe oder bauen konnte. Das hängt ja immer ein bisschen davon ab, was an Karten vorgeschlagen wird. Ich denke, damit können wir doch was ausrichten. Wir müssen als erstes gegen den Druiden ran. Okay. Die beiden sind nicht so gut für die Starthand. Das Fass behalten wir mal, falls wir schnell was töten müssen. Die ist ganz okay. Schnappkäfer hätte ich mir auch was Besseres gewünscht. Okay, das ist eine gute Karte. Wir grüßen ihn auch mal und machen einfach mal nichts. Gucken, was er so macht. Okay, er macht auch nichts, das ist gut für uns. Können wir jetzt in Ruhe schießen. Machen wir ihm schon mal 2 Schaden. Gucken, ob er jetzt was macht. Er könnte jetzt im Prinzip ja schon einen 3-Drop spielen. Das macht er wohl auch. Mit der Münze. Eine Wichtelmeisterin. Ist ein bisschen eine blöde Karte für uns, weil wir jetzt nicht so viel dagegen ausrichten können, dass er jetzt viele kleine Kreaturen spielt. 2 Schaden bringt uns nichts. Können nur sie spielen. Den Bussard müssen wir uns noch ein bisschen aufheben, weil der lohnt sich halt nur, wenn man mehr Mana hat und dann auch Karten ziehen kann daraus, weil er ist doch relativ verwundbar. Gut wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt als nächstes die Schlangenfalle ziehen, die ist ja auch ein 2-Drop, dann könnten wir den Bussard mit Schlangenfalle spielen und kriegen auf jeden Fall 3 Karten raus, das wäre super gut. Aber so viel Glück müssen wir auch erstmal haben. So, was machst du jetzt mit deinen 3 Mana? Buffst du ihn? Okay, dann wird er jetzt so tauschen. Und hier gar nichts machen, außer uns direkt angreifen. Ja. Okay. Da können wir mit leben. Hogger. Ui. Das ist die Überlegung, wie machen wir das denn? Ich denke, wir werden ihn tauschen. Ja, wenn wir ihn töten. Oje. Aber wir müssen das machen. Wir werden ihn hier noch spielen. Weil mit ihm hat er relativ große Schwierigkeiten, aktuell was entgegenzusetzen, weil er 7 HP hat. Sonst können wir nichts machen. Und jetzt wird er mit seinem Wichtel unsere Sora töten. Also unsere Jägerin. Wird mit den anderen beiden direkt angreifen, schätze ich mal. Mal schauen, wie es sich ergibt. Wir haben halt den Hogger auf der Hand. Das ist eine ganz, ganz gute Karte. Wir müssen halt jetzt nur erstmal gucken, dass wir gut aus dem Ganzen hier rauskommen. Weil aktuell ist er doch ein bisschen am Druck aufbauen. Aber er weiß wohl auch aktuell nicht so richtig, was er als nächstes spielen soll, solange wie er da überlegt. Ja, was tust du? Das ist eine gute Frage. Na gut, warten bis zum Abwinken. Das ist also deine Taktik. Ja, ganz toll, vielleicht ist er auch AFK oder so. Also irgendwann, wenn er zu lange überlegt hat, dann geht hier halt die Lunte los. Das ist so ein letztes Anzeichen dafür, dass man jetzt doch mal spielen sollte. Ansonsten hat man gleich Pech gehabt und der Gegner ist wieder dran. In dem Fall sind wir wieder dran, ohne dass er was gespielt hat. Können wir definitiv mit leben. Brustart spielen wir und die Schlangenfalle, wie ich ja vorhin schon mal erwähnt hatte, ist das eine sehr gute Möglichkeit für uns und gehen direkt wieder ab. Wenn er jetzt immer noch AFK ist, fängt gleich die Lunte wieder an zu brennen. Das dauert nur einen ganz kleinen Moment. Ja, das ist also quasi schon ein halb geschenktes Match irgendwo, wenn ich ehrlich bin. Soll uns aber ja recht sein. Ich denke, so schlecht sah es dadurch, dass wir die Schlangenfalle gezogen haben, sowieso nicht für uns aus und wir hätten das, denke ich,
auch gewonnen, wenn er jetzt nicht da gewesen, also nicht weg gewesen wäre. Ja, dann spielen wir jetzt ihn, kriegen eine neue Karte. Kriegen die zweite Schlangenfalle. Auch nicht schlecht. So, töten wir die jetzt auch noch weg. Und dann ist darf er wieder. Gucken, ob er irgendwann mal wiederkommt oder ob das jetzt bis zum Ende ja, AFK sein bedeutet. Zeit wartet auf niemanden. Sieht also so aus, als kriegen wir das Match tatsächlich geschenkt. Eieieiei. Ich würde sagen, dann machen wir gar kein großes Geschiss drum. Gucken wir, dass wir so schnell wie möglich ihn töten. Eieieiei. Schade, dass das kein Wildtier ist, sondern so ein Knoll. Zeit wartet auf niemanden. Aber man merkt schon, dass wir trotz allem doch relativ lange brauchen, um ihn dann zu töten. Obwohl er ja nicht mal da ist und sich nicht wehrt. Das ist schon ein bisschen uncool. Aber naja. So ist das eben. Zack, zack, zack. 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 Und zack, da ist er tot. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöde. Die Aufnahme ist auch schon bei 12 Minuten trotz allem. Ja, aber ich möchte euch ungern mit so einem geschenkten Match ja, hier abspeisen, sage ich jetzt mal. Wird es halt diesmal eine richtig lange Folge. Machen einfach das zweite Match noch hinterher. Weil sonst finde ich dann doch ein bisschen blöd, so mit einem geschenkten Match die Episode abzutun. Das machen wir hier nicht. Rexar gegen Rexar, also Jäger gegen Jäger. Lass die Jagd beginnen. Okay, jetzt noch bitte den Bussard und alles wäre cool. Aber das war's noch nicht. Gucken wir mal, ob wir ihn vielleicht bekommen. Nö, aber der Raptor ist auch gut. So, gucken wir mal, was der andere sich da für ein Deck zusammenstellen durfte. Wir sind auf jeden Fall als zweites dran, das heißt, wir kriegen die Münze. Okay, er hat nichts gemacht, das ist gut für uns. Das heißt, wir spielen auf jeden Fall den Raptor. Okay. Nächste Runde können wir jetzt sonst die Sprengfalle spielen. Oder eventuell sogar einfach nur den zuverlässigen Schuss machen. Okay. Ah, sehr gute Karte, die wir da ziehen. Gleich mal kaputt machen. Weil die ist ein bisschen blöde. Der kann sonst jede Runde die erste Karte, die er ausspielt, also die erste Diener-Karte, für minus 2 spielen. Also für 2 weniger Kosten. Dadurch kann er natürlich schnell viele kleine Kreaturen aufs Feld bringen. Was uns ein bisschen gestört hätte. Deswegen spielen wir jetzt einfach mal die Sprengfalle und greifen ihn nicht an. Weil jetzt die Idee dahinter ist, entweder er greift uns mit seinen 5 Schaden direkt an, löst die Sprengfalle aus und die Kreatur stirbt, oder er tötet unseren Raptor, was wir so oder so hätten in unserem Zug gemacht. Und ja, haben so noch die 3 Schaden auf ihn gemacht. Für die Erklärung, warum ich das jetzt so rumspiele. Jetzt wird er uns direkt angreifen, weil er denkt, dass er hinter seinem Blocker sicher ist. Und dadurch geht die Kreatur drauf und seine neue Kreatur nimmt auch direkt 2 Schaden. Das ist sehr gut für uns gelaufen. Genau wie ich es mir erhofft hatte. Von daher alles cool. Jetzt können wir die einfach tauschen. Ein 2-Drop gegen einen 5-Drop oder einen 4-Drop war es. Getauscht ist natürlich sehr gut für uns. Jetzt spielen wir noch den neuen Raptor und schießen auf ihn. Die Schlangenfalle möchte ich gerne behalten, bis wir einen Bussard kriegen. Weil das ist so eine Kombi im Prinzip, die einfach sein muss. Durch die 3 Karten hat man dann einen relativ großen Vorteil. Oder man kann sogar einen Nachteil ein bisschen wieder ausgleichen. Okay, das ist natürlich eine gute Karte von ihm.
Allerdings können wir dasselbe Spiel jetzt auch machen. Und dadurch ist seine 5er-Kreatur auch direkt wieder Ciao. Das hat ihm jetzt nicht so viel gebracht. Das war jetzt eindeutig besser für uns. Weil ich tausche lieber den Raptor gegen das Nashorn, als das Nashorn gegen den Raptor. Vor allem, wenn wir ihn jetzt, solange wir ihn auf dem Feld haben, können wir zum Beispiel mit ihm direkt nächste Runde angreifen. Das bringt ihm gar nichts. Der kann halt nur seine Hyäne buffen. Ah, okay, das ist natürlich ein guter Zug. So kriegt er ihn und kriegt unseren Nashorn. Und bufft seine Hyäne ganz schön hart. Das ist richtig gut von ihm. Ja, wäre es blöd, wenn du es nicht machst. Aber deswegen ist es ja in Ordnung. Okay. Jetzt hat er seine Hyäne natürlich ziemlich hart gebufft. Wir kriegen aber die richtige Karte, um die Hyäne auszuschalten. Von daher sieht es doch ganz gut aus. Die Karte würde ich eigentlich ungern spielen, weil wir da uns dann nochmal mit drei heilen könnten. Ich denke, wir schießen einfach auf ihn. Vor allem hat er ja auch noch eine Falle. Das ist ein bisschen gefährlich. Und er hat auch nur noch zwei Karten in der Hand, sodass wir aktuell den Kartenvorteil auf unserer Seite haben. Zumal wir ihm ja auch schon Schaden gemacht haben. Und er uns jetzt noch nicht wirklich. Okay, er spielt König Muckler. Gut, dass wir unsere Legendary-Karte im Gegenzug kriegen. Der Muckler ist so ein bisschen... Naja, es ist ein Zwiespalt. Er kostet nur 3, ist dafür 5-5 stark. Allerdings bekomme ich halt 2 Bananen. Die Bananen geben meinen Kreaturen, auf die ich die anwende, +1/+1. Das heißt, dadurch kann man dann im Prinzip den Muckler relativ schnell wieder ausgleichen. Jetzt ist die Frage, den Hogger können wir auf keinen Fall spielen. Unser einziger Spiel ist eigentlich er hier, falls er einen Scharfschießen hat. Hat er aber nicht. Okay. Das ist gut. Könnten wir ihn auf 4-9 buffen? Wollen wir das? Ich denke nicht. Wir werden einfach auf ihn schießen und werden unseren Zug erst einmal so beenden. Wir nehmen das einfach mal hin, dass er den Muckler da hat. Okay. Ist die Frage, greift er ihn an und greift er uns direkt an? Er greift uns direkt an, okay. Kann ich mit leben. Dadurch, dass wir jetzt wissen, dass es kein Scharfschießen ist, könnte es noch eine Sprengfalle sein. Die lösen wir jetzt aus. Okay, ist es nicht, also könnte es noch eine Eiskältefalle sein oder eine Schlangenfalle. Wir werden ihn jetzt erstmal töten. Unser Fass macht 5 Schaden, weil das hier ein Wildtier ist. Damit können wir sehr gut leben. Jetzt können wir die Karte spielen und uns heilen ohne Probleme. Schießen noch auf ihn und das war's. Er hat jetzt wieder ein paar Karten auf die Hand bekommen durch den König Muckler. Man kann die Bananen nicht wirklich als Karten zählen, also steht es aktuell 3 gegen 3 auf der Hand und 2 auf dem Board. Wobei er jetzt einen Mehrverschuss benutzt hat, um eine zu töten. Vielleicht hat er sogar einen Silence, aber das bringt ihm ja gar nichts. Der ist ja absolut nutzlos gewesen. So, dann greifen wir ihn mal an und gucken, ob es eine Schlangenfalle ist oder ob es eine Eiskältefalle ist. Könnte auch Misdirection sein. Na ja, gut, das ist eine Schlangenfalle. Die ist halt ein bisschen, ja, für den Hintern gewesen, muss man einfach mal so sagen. Denn wir spielen jetzt einfach den Hogger. Und buffen den Hogger auch noch ganz schön. Wenden damit unseren Zug. Kriegen jetzt noch einen 2-2er Spotter. Das heißt, er muss mit 2 Schlangen quasi den Spotter töten. Kann mit der 1-1-Kreatur dann keinen von unseren richtigen Kreaturen töten. Und diesen 2-2-Spotter kriegen wir dann jedes Mal am Ende unseres Zuges durch den Hogger. Okay, macht einen Explosive Shot. Damit können wir gut leben, weil unsere Kreatur überlebt. Dadurch, dass wir sie eben gebufft haben. Kann jetzt natürlich die mit den 2 Schlangen den Hogger dann töten. Das macht uns aber gar nichts. Weil wir immer noch im Vorteil sind, weil er nur den Bussard auf dem Feld hat, den wir ganz einfach auseinandernehmen. Zack, können wir noch unseren Drachen spielen, ziehen noch eine Karte, haben jetzt unsere Schlangenfalle mit Bussard-Kombo nächste Runde. Das heißt, das sieht sehr, sehr gut für uns aus. Und zwar gibt auch schon auf. Das war ein relativ gutes Match, wie ich finde. Es hat gut geklappt, auch ohne unsere Bussard-Kombo. Noch ein Level-Up mit dem Jäger gehabt.
steht schon mit 2-0 und ja, damit beenden wir die Episode dann an dieser Stelle. War halt mal ein bisschen länger. Hoffe, es freut euch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.